Liebe Kinder, Jugend, liebe Erwachsene, herzlich willkommen hier im Grazer Stephaninsaal. Also eigentlich melden wir uns ja musikalisch betrachtet schon wieder aus dem Weltall, von den Planeten, mit Musik vom englischen Komponisten Gustav Holst und erzählen heute vom vierten Planeten. Wieder mit dabei das Landesjugendsinfonieorchester Steiermark. Und ich darf wieder begrüßen, jetzt kennt ihr ihn ja schon, unseren Dirigenten Thomas Platzgummer. Hallo liebes Publikum. Und das ist natürlich Marco Simser, unser Erzähler. Ja, und wenn ich heute vom Jupiter erzähle, dann erzähle ich für euch auch vom größten Planeten unseres Sonnensystems und vom Göttervater. Denn der Jupiter galt bei den alten Römern als der wichtigste aller Götter. Jupiter gilt im Konzert auch als Gott der Freude. Und dieses Freudenvolle, finde ich, ist gleich am Beginn des Stückes so richtig gut herauszuhören von den Hörnern, den Geigen, die Pauken sind dabei und dann kommen noch die anderen Instrumente dazu. Wir starten also gleich von vorne weg. Außerdem gilt der Götter- und Himmelsvater Jupiter auch als Beschützer. Drum klingt die Musik im Konzert manchmal so, als würde er sagen, kommt unter meine Obhut, kommt unter meine Arme, ich werde euch beschützen und für euch sorgen. Ja, so klingen diese breiten und fürsorglichen Töne der Hörner und auch der Streichinstrumente und auch der Schellenkranz. Ist ganz gut im Einsatz hier. Ja, der Jupiter hat uns wirklich viel zu bieten. Als Göttervater schenkt er uns sogar eine Hymne, die viele Menschen in England richtig gut kennen. Hört nur, es ist wirklich Musik für festliche Anlässe, wie eine Hymne eben. Jetzt wollen wir uns doch mal den Pauken etwas näher widmen, denn die sind beim Jupiter richtig gut im Einsatz. Wir haben ja sogar 7 Pauken dabei und die könnte einer allein gar nicht spielen. Drum spielen bei uns die Johanna und der Bernhard. Sie spielen für euch eine Melodie, die wir früher schon von den Hörnern gehört haben. Weil aber jede Pauke eben nur eine Tonhöhe hat, könnte das einer
auf seinem Paukenset allein gar nicht vormachen. Und nun spielen sie jetzt gemeinsam für euch. Tja, liebes Publikum, wir hoffen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn wir euch vom 5. Planeten, vom Saturn, berichten. Nun aber hören wir noch die letzten Takte vom obersten aller Götter, vom Jupiter. Ja, da schwebt er dahin mit Freude. Und wir freuen uns auf Paukenschläge, Schellenrasseln und auf den Tusch der Becken.